Ja, also ich bin zum Schießen eigentlich durch eine Freundin gekommen, die damals bei mir in der Klasse war. Und dann habe ich mit 13 gesagt, ich möchte mal mit. Und dann bin ich da gelandet und dran geblieben. Schießen ist einfach so eigentlich die Kombination aus Ruhe, Kraft und Ausdauer, die sich da vereint, was ziemlich anstrengend ist, was man eigentlich von außen nicht denken würde, aber das fordert einen schon heraus. Schießen an sich beansprucht schon relativ viel Zeit, also 4 bis 5 Mal die Woche Training muss da schon sein. Und wir sind halt häufig dann am Wochenende unterwegs zu den Wettkämpfen, aber eher vom Hessenkader aus, also oder halt über die Nationalmannschaft. Über Verein eher weniger, weil man da nur die Meisterschaften schießt, aber international jedes Wochenende gefühlt. Ansonsten bin ich halt abends meistens am Schießstand zu finden oder morgens, wenn ich keine Uni habe. Leistungssport mit Uni ist immer so ein bisschen schwierig unter einen Hut zu bringen. Da muss man sich sehr gut für organisieren, weil das einfach viel Zeit in Anspruch nimmt, Uni und auch Studieren. Ich studiere jetzt Lehramt auf GYM, Biologie und Philosophie. Und da ist es halt dann häufig so, dass man Protokolle abgeben muss, Hausarbeiten schreiben muss. Und da muss man sich ziemlich gut takten, weil das halt von der Zeit her sonst mal ziemlich eng wird. Vor allem, wenn man vom Wettkampf nach Hause kommt und hat eigentlich keine Lust, noch was zu machen, muss sich dann aber aufraffen und sich da hinsetzen. Und ja, aber man kriegt es doch irgendwie dann am Ende alles doch ganz gut unter einen Hut. Die deutschen Hochschulmeisterschaften finden in Tübingen jetzt statt, vom 17. bis zum 19. Mai. Da fahren halt alle Studenten hin, die dann auch noch Sportschießen betreiben. Das ist auch nur jetzt für Sportschießen. Und ja, ich erhoffe mir da eigentlich schon gute Erfolge. Eine Medaille wäre schon schön. Und wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, könnte das auch was werden. Und ja, eventuell kriegen wir dann auch noch die Nachricht, dass ein paar von uns zur Universade fahren dürfen. Und das wäre schon schön. In sportlicher Hinsicht möchte ich ganz gerne irgendwann halt mal zu Olympia, wo es eigentlich das ja jeder Traum von einem Sportler mal ist, bei Olympia zu starten. Dafür ist halt der erste Schritt, irgendwann mal in den Erwachsenen-Nationalkader zu kommen, wenn ich dann das Alter dafür habe. Und ja, in beruflicher Ebene möchte ich auf jeden Fall dann als Lehrerin arbeiten. Stell mir das so vor, mit so einem Bio-LK dann schön jeden Tag da als Lehrerin zu arbeiten. Ja. Und das dann noch miteinander zu vereinen, dass ich dann auch abends noch trainieren kann. Und ja, das sind so meine Ziele.